Seid gegrüßt und willkommen zur 41. Episode meiner Partisans 1941 Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich guck gerade, wie wir das jetzt am schlausten machen. Wir müssen ja hier rein. Hier sind zwei drin. Oh, sieht der uns? Mach mal das Licht aus. Okay, das ist fein. Dass sie einfach nicht weiter gucken können, finde ich schon beeindruckend. Sieht mich einfach nicht. Mach ich das jetzt aus? Nee. Viel zu kurz. Na komm. Okay, der guckt sich halt um. Ach, das war ja eh unsinnig, den hier zu öffnen. Machen wir hier rein. Der geht mega weit weg, aber der hier läuft ja auch jetzt los, genau. Das heißt, ich muss warten, dass er weg ist. Genau. Der kommt auch gleich, theoretisch. Oh, ich könnte hier stehen. Nee, kann ich nicht. Ich muss, sobald er sich umdreht, muss ich ihn schnell holen. Ich speichere schon mal. Ich meine, der dreht sich jetzt gleich um. Jetzt muss ich ihn ja hier reinschicken. Dann kann ich nämlich gleich, wenn er hier hinschaut und hier keiner und der weg ist. Genau, aber wo ist der denn überhaupt? Was? Alter. Tut er nicht. Du gehst mal bitte hier rein. Oder auch nicht. Genau, er muss weg. Jetzt kann ich ihn rausholen. Dann gleich hier reinpacken. Ich höre etwas. Nein, du hörst nichts. Würde ich, glaube ich, gleich hier reingehen. Oder da. Oh, erstmal hier rein. Ey, der geht nicht rein. Perfekt. Genau, dann muss ich hier rein, um ihn zu holen. What? Oh nein! Ach komm, ey. Warum? Oh, ich mag das nicht. Ich hab den doch nicht da hinten hingeschickt. Oh, ich guck gleich mal. Ich weiß ja die Kameraperspektive, die ich hatte. Ernsthaft? Nee, ey. Typ. Hatte ihn. Okay, vielleicht ist es rausgerutscht, dass ich ihn hierhin geschickt habe oder so. Oh je. Oh oh. Zu langsam. Das sollte noch passen. Oh 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 oh. Ah, der sieht ihn nicht. Oh je. Mhm. Alter. Alter. Die Frage ist, was ich hier in dem Raum, ob das... Oh, hier ist draußen einer. Geh du durch. Mach die Tür zu. Der ist ja eigentlich alleine, ne? Ich hol mir den mal. Komm nicht durch. Kacke. Schrank, Schrank, Schrank. Ich glaube, ich hol mir den jetzt. Der kommt dann da rein oder so. Oder hier rein.
Die Frage ist, kann ich hier noch rein? Aber wir hatten ja hier was. Ich speichere mal. Machen wir das Licht hier alles komplett aus. Gucken, was passiert. Es sollte hier sein. Hört die nicht. Das gefällt mir, dass es so dunkel ist. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch hier stehen lassen können, ist eh dunkel. Dumm, die dumm. Hauptsache nur einen interessiert es von denen, dass das Licht aus ist. Witzig. Ich möchte nur noch die beiden hier holen. Gucken, ob der jetzt hier nicht wieder total durchdreht. Ich würde beide halt hier reinschicken. Da, da, da. Er steht ja still. Dann kann ich Sobel ausschalten. Machen. Der wehrt sich aber. Jetzt haben wir aber Sobel erstmal down. Der hat doch bestimmt einen Schlüssel. Nice. You won't see the sunrise. What about the others? We need to find them and get out of here. We're working on it. Can you walk? Not really. No. See, we'll have to carry you then. Okay, maximale Moral, okay. Ja, danke. Schließen. Okay, wir müssen das eben ein bisschen hier ummanagen mit dem Inventar. Ach, du kannst eigentlich auch was nehmen, warte mal. Du kriegst hier ein Gewehr. Welches war das, das hier? Du kriegst auch mal Munition. Habe ich vielleicht ein extra Messer? Nice. Spritze? Ne, die kann ich gar nicht benutzen, oder? Das wird wehtun. Nee. Ausrüsten. Ausrüsten. Muss man eben alle nachladen lassen. Hallo? Nachladen? Der ist nachgeladen. Der ist ja auch nicht nachgeladen. Oh, was ist denn mit euch, Leute? Oh, er lässt sich aber auch gut Zeit. Du hast ja... Du kannst gar nicht laufen, oder was? Ja, cool. Du bist hier mein Schnellster. Das bedeutet... Oh, hier ist noch eine Kiste, oder was? Du gehst ja bitte da dran. Noch so eine Bums. Okay, hol ihn mal eben. Vielleicht können wir dann ihn tragen und dann looten. Geht das? Wäre halt echt witzig, wenn es gehen würde. Geht nicht, ne? Oh, wie grob ihr den einfach ablegt. Oh, ich kann jetzt auch nicht tauchen. Oh, ernsthaft? Wir müssen das vorher machen. Hier, Packesel. Wir tragen das hier eh alles mit ihm. Sollte halt noch so ein Maschinenpistolen-Ding hinpassen. Boah, heul nicht rum. Jetzt trägst du ihn. Er hat einen Schlüssel. Ja, das speichern wir. Ich habe irgendwie eine Befürchtung, dass was Blödes passiert wieder. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können die anderen auch ganz gechillt befreien. Waffen soll man es auch in Hülle und Fülle haben. Natürlich müsste er wieder Sorin jetzt als Packesel missbrauchen. Ich droppe ihn jetzt eben hier. Dann kriegt er die eine MP in die Hand gedrückt, in den Rucksack gesteckt. Dann lootet er eben hier. Und dann trägt er ihn weiter. Jetzt muss ich aber auch schauen. Hier haben wir alles, hier haben wir was. Hier wäre noch Ausrüstung. Hier haben wir noch was zum Ausmachen. Ja, wir gehen erstmal zurück zu den anderen. Hier sollte alles clear sein. Hier ist die Frau. Was ist das denn hier? Alarm, genau.
Hey. What took you so long? Ja, nett. Nimm dir hier erstmal was. Sich überhaupt wieder für ein Gewehr gegeben? Ja. Ich will ihm aber auch nicht alle Munition. Oh, der hat auch noch nicht nachgeladen, der Hempel. Hat er doch? Okay. Ja, dann. Was habe ich jetzt getan? Nichts geändert, gut. Aufteilen. Dann kriegt sie hier 15 noch. Ja, sind wir. Sie hat eine Waffe. Ich muss halt aufpassen, dass ich keinen hier rumballern lasse. F1, dann auf T. Speichern. Oh, zwei Level-Ups. Muss ich direkt mal schauen. Falsch. Hier hin. Du. Lautloses Bewegen, das wäre schon cool, weil er ist hier voll der Killer. War natürlich das hier, ne? Kürzere Abklingzeit. Na. Jetzt haben wir schon Pfeifen 2. Besser schießen, mehr tragen. Lautlos bewegen, das haben wir eigentlich nicht. Wir nehmen das hier. So, und Sorin. Ja, schneller Pistolen nachladen. Ach nee, von Waffen, also allgemein. Nahkampf besser oder halt größer Rucksack. Er kann eh nicht laufen. Hat es zwar Gewehr. Aber schneller nachladen kann er nicht schaden. Oder Deckungswissen. Ist vielleicht sinnvoll für ihn. Er ist mir, glaube ich, schon öfter mal draufgegangen wegen sowas. Die E2 geht jetzt mal die anderen befreien. Hier war ja leer, aber hier sind noch welche drin. Kenne ich die überhaupt? Wer seid ihr? Die brauche ich gar nicht. Wo haben wir denn noch wen hier? Ne, hier ist auch keiner. Hier liegt einer. Gucken, wer er ist. Die interessiert das hier gar nicht. Den hätte ich mir auch holen können, schon längst. Naja, was nicht ist, kann er noch werden. Nö, nix. Na, supi. Ja, heul nicht rum. Müssen wir tatsächlich hier hingehen? Ach, du hast ihn abgelegt, zu schwer oder was? Hol jetzt mal eben alle zusammen. Ich denke mal, wir können hier gefahrlos rein. Sicher bin ich mir nicht, aber. Boah. Hier war das, ne? Ja. Noch ein Messer. Gucken, ob hier gleich einer angelaufen kommt. Oh. Ach, er, scheiße. Kaka. Oh, Leute, ihr könnt doch hier auch gerne rein. Okay, der da links von ihm wird gar nicht rausgehen. Er macht es hier nur an. Taut ab. Let the blood run free. Ey, gut, dass ich das benutzt habe. Das wäre jetzt echt in die Hose gegangen. Oh, schicken wir den mal hier schlafen. Wo sind denn ja meine Leute, verdammt. Natürlich bin ich auf der falschen Seite wieder. Wer ist er? Oh! Wie heißt der nochmal? Da sehe ich halt gleich den Namen. Comrades, Fetti so.
It's been long enough. We shouldn't overstay our welcome. I saw an armored car in the backyard. We could drive it through the gates. If we unlock the cells, the other prisoners will be able to escape too. Das klingt nach einem supi Plan. Und sie müsste mal eben das hier ausmachen. Okay. Mach dir einfach die Tür zu. Er hat halt gar nichts. Ja komm, kriegt er das Messer. Dummer Plan von mir. Ich hätte auch von Soren das Messer nehmen können. Okay, meine da... Was schließt denn er da auf? Na, geh doch mal zu denen. Sorry. Was macht er denn da? Hätte ich mir super holen können. Aber unnötig, weil... Nee, Moment mal, ich wollte ja noch was anzünden, ne? Da ist irgendwas. Was ist denn da? Geh mal gucken. Okay, Schlüssel fehlt. Nö, du wirst da gehen und warten. Er kommt ja gleich sicherlich wieder raus. Alle Zellen fangen. Kacke, da ist ja auch noch einer. Stimmt. Den muss ich mir zuerst holen. Komm, hau ab. Guck uns das mal an, wie das wirklich aussieht. Nutzt ihr das jetzt oder nicht? Geht doch. Ach, das hier sind die anderen Zellen. Verstehe. Das hat gereicht mit Öffnen. Da, den kriegen wir jetzt auch gut weg. Kacke. Ach, Kacke, Mann. Nö, das finde ich nicht gut. Also war das tatsächlich zu laut. Schade. Ich hätte es nicht alles übertreiben sollen. Ich hätte schön ruhig machen sollen. Ja, er geht jetzt wieder rein. Wo ist sie denn jetzt stehen geblieben? Ey, die haben die Reihenfolge geändert, die Schweine. Das hätte geholfen. Sie geht erstmal bitte zurück. Da steht ja einer. Kacke. Oh, es ist die Reihenfolge total am Sack. Da. Oh, er ist weg. Ah, er steht da einfach. Ah, er hockt da. Ja, noch schlimmer. Du nimmst ihn mal eben von unserem Chef hier. Das Messer. Schwierig. Weiter verstecken. So, er geht es raus. Who else wants a nap in the mud? Okay, das eine ist halt lauter, deswegen hat der das gehört.
Das machen wir gleich schnell. Da, da, da. Und er dreht sich um. Das ist er. Er sitzt hier mit. Der hockt hier aber noch. Nee, kann ich nicht machen. Den können wir auch hier liegen lassen. Machen wir die Zellen auf? Haben wir das erledigt? Ach, das Gefängnisarchiv muss ich noch finden. Ausrüstung finden. Was auch immer damit gemeint ist. Ah, hier wahrscheinlich. Kann ich jetzt auch gechillt reingehen? Speichern wieder. Yeah. Ich glaube, ich muss mal eben alle holen. Ich würde den hier gerne noch irgendwie erledigen vorher. Mehr Punkte und so. Ne, warten wir mal eben kurz. Da, da, da. Oder wir beenden die Episode erstmal für heute. Wären sie euch gefallen, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht und ob wir den Ausbruch mit dem gepanzerten Fahrzeug schaffen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.